Takisa Walla Bing Bang. Einen wunderschönen guten Tag heißt das. Mein Name ist Ransratte. Ich bin zurück mit Far Cry Primal. Und wie ihr gerade gehört habt, ich kann auch immer steinzeitrisch sprechen. Allerdings habe ich ein Problem. Ich glaube, der DX-Story-Codec kommt nicht so wirklich mit dem Spiel klar. Es laggt hin und wieder mal. Bitte nehmt mir das nicht übel. Ich werde dann einfach die nächsten Folgen mit Shadowplay aufnehmen. Das wird aber kein Let's Play hier. Das ist einfach so ein, ja, Gameplay-Zusammenschnitt. Eigentlich wie immer bei mir. Und das dann halt Folge für Folge. So, ich muss für die Tussi, die ihr höchstwahrscheinlich oder hoffentlich am Ende des ersten Videos gesehen habt, grüne Blätter sammeln. Das soll nämlich angeblich ihre Wunden heilen. Na, verstehst du? So ein fetter Prankenhieb von einem fetten Tiger. Gar kein Problem. Ich pflück einfach zwei, drei Blätter von der Hecke und fertig ist das Problem. Verstehst du? Problem solved. Einfach ein Blatt drauf und gut. Ich kann sogar meinen verdammten Pfeil anzünden. Wie geil ist das denn? Was zum Teufel ist das denn da? Ein Fleischfresser? Was? Brenne! 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 Okay, was geht hier gerade ab? Hey, Grünblatt! Genau die brauche ich doch für die Alte! Nice! Das sind die Blumen der Steinzeit. Damit kriege ich die locker rum. Hauptsache, es fängt alles an zu brennen. Ich liebe die Dunia Engine. Suchen. Tasche ist voll. Egal. Du siehst ein bisschen verschmiert aus. Ich würde mal sagen, mein Freund, du gehst dich jetzt erstmal waschen. Haben wir uns da verstanden? Tschüss. Bah. Alter, was sind das für Geräusche? So, die nächste Tanne ist hier pflückt. Jetzt brauchen wir nur noch zwei von diesen Scheißdingern. Moment, was zum Teufel sieht mich da? Wer sieht mich da? Okay. Der Sache müssen wir auf den Grund gehen. Oder auf steinzeitrisch gesagt, Miesel, Cookie, Wakan, Ding, Dong, Kiesel. Ah, hahaha. Als ob die sich in der Steinzeit so gefreut hätten. Worüber denn? Steine? Egal, ich pirsche mich heran. Zwei Gegner. Der Steinzeit-Sniper schlägt wieder zu. In 3, 2, 1. Moment. Die Tiere sind aufgescheucht. Da findet gerade eine Jagd statt. Aber von was werden... Oh, das ist ein Wolf. Okay, die sind abgelenkt. Kopfschuss. Kopfschuss. Nice. Lauf weg, Wolf. Lauf weg. Solange du noch kannst. Eine neue Folge Steinzeit-Sniper erwartet sie morgen. 20.15 Uhr auf Primal 7. So. Grünblatt. Dankeschön. Deswegen bin ich hier. Oh yeah. Perfekte Ernte. Da ist noch eins. Ich frage mich, ob es hier auch Regen gibt oder so. Also ich weiß, dass es wohl auch noch ein Schneebiom gibt. Aber... ob es da dann noch schneit, das ist die andere Frage. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Ich mag sowas ja immer. Und wenn das dann noch dynamisch wäre, wow. Okay, irgendwas knurrt. Oh, hallo Wolfi. Wir sind ja jetzt mittlerweile cool miteinander. Aber für den Pfeil der Pfälle mache ich mir einen Feuerpfeil. Ja, alles mit PH. Genauso wie mein Name. Stefan, der Höhlenmensch. Ja. Diese Tiere, die drücken genau das aus, was ich den ganzen Tag denke. Ich hab dir das Leben gerettet, du Arschloch. Oh, fuck. Oh Gott, oh nein. Verschwinde lieber. Hier fängst gleich an zu brennen und zwar so richtig. Weißt du eigentlich, was die Dunia Engine ist? Nein, kannst du nicht wissen. Du bist ein verdammter Wolf und dann auch noch aus der Steinzeit. Oh, Kacke. Oh, Feuerheiß. Stimmt, hatten wir gelernt. Ah, oh Gott, aua. Ah, also das mit dem Waldbrand, das war ich nicht. Oh Gott. Hä? Stell dich nicht so an, du blöde Schildkröte. Du hast einen Panzer. Was soll ich denn sagen? Aua! Ha. Okay, ich gehe einfach. Sag mal, Heider. Snoop Dogg ist da. Okay. Hey, Heider. Ich glaube, das ist eine Falle.
Bäm. Oh, fuck. Jawohl. Ach, das war nur ein Hit. Komm her. Oh, yeah. Lollipop. Super. Du Widerling. Sagt der Lollipop, ey. So. Ich trage die jetzt alle zusammen. Und dann werde ich sie durchsuchen. So. Alle schön auf einen Ort. Ich weiß noch nicht, was das bringt, die Leichen zu bewegen. Wahrscheinlich kann man damit irgendwie Köder legen demnächst. Oder sich vor wilden Tieren schützen. Falls man so eine Leiche auf so einem Säbelzahntigerpfad liegen lässt oder sowas. Holzpfeil. Toll, das war eh meiner. Feuerstein. Ich glaube, das war's. Okay. Mann, Mann, Mann. War schon damals so. Immer gibt man sich wegen der Weiber in Gefahr, ey. Aber was macht man nicht alles für eine geile Alte, ne? Ach, kommt schon. Ihr wisst doch wohl, was ich meine, ey. Damals hat man Grünblätter gesammelt und heutzutage trägt man hier die Bücher in der Schule. Ist einfach so. Gentleman-like. Klingt auch fast gleich. Hey, Mädchen, kann ich deine Bücher tragen? Und damals, Kula Killa Taka Bum Bum Grünblatti. Hihihi. So, ich gucke mir soeben ein bisschen hier die Ortschaft an und das sollen wir anzünden. Dann haben wir ein Gebiet erobert. Oh yeah. Das sieht cool aus, das ist cool gemacht. Also ich mag das Spiel, wirklich. Es macht mir Spaß, das ist ja wohl die Hauptsache. So, Far Cry typisch müssen wir hier so kleine Posten einnehmen. Mein Gott, ey. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Was? Ach so. One, two. Aua. Ja, ja, genau. Halt dein Maul. Oh, Gott, verdammt nochmal. So. Rotblatt. Dankeschön für das Rotblatt. Hat sich mega gelohnt, fast dafür zu sterben. Komm her, du Rothundfell. Perfekt, das brauche ich nämlich, um meinen, Aua, mein Gott. Junge, sieht das gut aus. Schönes Feuer. Doch, muss ich sagen, die Grafik ist wirklich richtig gut. Ich brauche das Rothundfell, damit ich mir so einen Pfeilbehälter-Dings craften kann. Aber so im Großen und Ganzen zum Spiel kann ich sagen, es macht sehr viel Spaß. Ich weiß halt nur nicht, wie lang. Also Vollpreistitel hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ich finde es okay, weil hier drin bestimmt auch relativ viel Entwicklungszeit steckt. Vor allen Dingen in den Animationen der Tiere. Aber ich denke, 30 Euro hätten es definitiv auch getan. Dann hätten es sich vielleicht auch noch ein paar mehr Leute angeguckt, weil nicht jeder kann was mit dem Setting hier anfangen, ne? Mein Gott. Ja. Oh mein Gott, ey. Genau, so würde ich halt auch schreien, wenn ich brenne. Ja. Oh Mann, ey. Okay, das ist jetzt so ein Außenposten oder so eine, ja, ich sag mal, Feuerstelle der Gegner, in Anführungszeichen, die man einnehmen muss. Oh, was zum Fick, Alter. Das Kackvieh hat meinen Pfeil aufgehalten. Oh yeah. Was? Shit. Lach nicht. Kriegst ein Speer in die Fresse. Das erinnert natürlich an die ganzen letzten Far Cry-Teile. Im Endeffekt ist es wirklich Far Cry 3 und 4 zusammen im Steinzeitalter. Also man macht wirklich nichts anderes. Das wird vielleicht auf Dauer ein bisschen langweilig, aber ich finde das halt sehr interessant, hier irgendwie durch die Gegend zu pirischen, zu streifen, was weiß ich. Oh. Warte, ey. Komm, lass mich doch... Mann! Ich erzähle gerade und wollte einfach nur ein bisschen looten. Aua. Oh mein Gott. Ja. Ja. Und jetzt... Danke für dein Fell, dann kann ich mir wenigstens meinen Pfeilbehälter machen hier. Meine Tupperdose. Die Steinzeit-Tupperdose, oh was. Alles klar, würde ich auch genau in so einer Situation einblenden. Mann. Gib Ruhe, blöde Töle. So.
Freunde, ich sag dann schon mal tschüss, ne? Weil das sind jetzt schon wieder 10 Minuten. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, gerne ab in die Kommentare oder eben halt einen Daumen nach oben geben. Oder eben halt nicht. Ist ja wem euch überlassen. Bis dahin, haut rein. Tschö.